Gut, dann, wenn Sie noch am Slides einrichten sind, möchte ich Sie hier auch von meiner Seite herzlich begrüßen und Ihnen ein bisschen von unserer kleinen Open-Source-Geschichte beim Bund erzählen. Ich selber werde nur die Einleitung machen, das nicht so spannende Einleitungskapitel. Adriana Miroschkova wird dann das wirklich Spannende bringen und vom Proof of Concept erzählen, den wir gemeinsam mit der Universität Bern durchgeführt haben. Sehr gut. Ich beginne auch mit einer ganz kleinen Enttäuschung. Open Source ist kein wirklich aktuelles, neues Thema. Die Open Source Strategie des Bundes stammt aus dem Jahr 2005. Und die wichtigsten Grundsätze, an die wir uns auch heute noch halten, die stammen aus dem Jahre 2005. Und diese Open Source Strategie sagt nichts anderes aus, als dass wir Open Source Software und proprietäre Software gleich behandeln. Und die Strategie sagt auch etwas dazu, wie diese Gleichbehandlung stattfinden soll, nämlich über eine Betrachtung des gesamten Lifecycles eines Softwareprodukts. Dann sind nämlich diese Softwarekosten, diese Lizenzkosten null, die schlagen nicht mehr so stark ins Gewicht, weil sie irgendwo in einen Topf kommen mit allen anderen Kosten, die beim Betrieb, beim Unterhalt eines Softwareproduktes anfallen. Und wir haben auch ein Merkblatt seit mehreren Jahren, wo für den Bund, für Beschaffungsstellen des Bundes Tipps und Empfehlungen drinstehen, wie man mit Open Source Software umzugehen hat, welche Probleme dabei entstehen können und wie man diese lösen kann. Auch die AGB des Bundes wurden entsprechend angepasst, dass sie mit Open Source Software zusammen funktionieren. Einige wenige Themen sind dabei noch offen. Es gibt auch einen neuen Bericht des Bundesrats aus diesem Jahr. Der ist auf admin.ch abrufbar. Der sagt etwas aus über den Stand des Einsatzes von Open Source Software beim Bund. Und er zeigt auch so die letzten Probleme noch auf, die noch in der Abstimmung sind. Zum Beispiel die kostenlose Freigabe von Open Source Software durch den Bund. Das sind die Grundlagen. Nun eben, ich habe es gesagt, auch Open Source Software untersteht im weiteren Sinne dem Beschaffungsrecht. Und zwar nicht die Lizenz, die ist ja gratis, sondern alle weiteren Kosten, die im Zusammenhang mit Wartung und Betrieb von Open Source Software entstehen. Und die Verfahren, die wir dazu anwenden müssen, um eine solche Open-Source-Gesamtlösung einzukaufen, sind dieselben Verfahren, wie sie auch für proprietäre Software gelten. Sie sehen hier die möglichen Beschaffungsverfahren, das freihändige, das Einladungsverfahren und das offene, selektive, das WTO-Verfahren mit den entsprechenden Schwellenwerten. Und diese gelten quasi auch für die Beschaffung von Open-Source-Produkten über den gesamten Lebenszyklus. Und diese Kosten beinhalten dann einen ganzen Blumenstrauß von weiteren Kosten, wie das eben Wartung und Support beispielsweise der Fall ist, aber auch Schnittstellenkosten, Integration, Einführung, Schulungskosten etc. Diese Kosten müssen wir mit einbeziehen, wenn wir ein Open-Source-Produkt in diesem Sinne beziehen wollen oder beschaffen wollen am Markt. Der Bund, wenn er also eine Open-Source-Software einführen will, dann muss er eine Marktanalyse durchführen und diese Beschaffungskosten, die da anfallen können, antizipieren, und zwar über den gesamten Lebenszyklus einer solchen Applikation, eines solchen Produkts. Mögliche Wege zur Softwarebeschaffung beim Bund. Ich starte hier mit den bedarfsgetriebenen Beschaffungswegen. Bedarfsgetrieben, das ist eigentlich die klassische Art, wie eine Beschaffung beim Bund stattfindet. Ein Kunde hat einen Bedarf, meldet diesen an und die Beschaffungsstelle, in meinem Fall das BBL, führt diese Beschaffung durch. Oder es wird beispielsweise durch ein Event im Lifecycle angestoßen, ein Produkt geht end of life oder eine Software geht end of life. Dann ist es eine Ersatzbeschaffung von einem bestehenden Produkt und diese führen dann zu einer neuen Beschaffung. Open Source Produkte werden in einer solchen neuen Beschaffung gleich behandelt,
stehen aber ganz klar dann auch in Konkurrenz zu proprietären Produkten. Und dann geht es dann schlussendlich nur noch um die Kriterien, die zur Anwendung kommen, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Das ist aber nicht mein heutiges Thema. Wenn diese zwei Arten die einzigen wären, wie wir eine Beschaffung anstoßen beim Bund, dann wäre jetzt mein Vortrag am Ende und ich könnte nach Hause gehen. Es kommt aber ein bisschen eine neue Komponente dazu. Diese Komponente ist strategischer Natur. Eine der Strategien ist, dass wir in Zukunft Abhängigkeiten aktiver gestalten wollen. Denn wir sind uns alle bewusst, dass Abhängigkeiten eben auch sehr große Folgekosten und einen Verlust an Flexibilität mit sich bringen könnten. Und es ist daher unser Ziel, solche, ich sage denen schädliche Abhängigkeiten, aktiv, systematisch zu erkennen innerhalb des Bundes und danach die Wechselfähigkeit gezielt zu erhöhen. Es muss nicht per se ein Wechsel stattfinden. Eine gut funktionierende Partnerschaft, die rechtlich abgesichert ist, kann eine sehr gute Sache sein. Aber Wechselfähigkeit erhöhen heißt für mich eben, dass der Bund die Fähigkeit behält, von einem Produkt nach Bedarf auch wegzugehen und das Produkt durch eine Alternative zu ersetzen. Also sich diese Handlungsfähigkeit offen behält. Und, das ist auch meine Meinung, Open-Source-Produkte sind eine der Möglichkeiten, um diese Wechselfähigkeit tatsächlich zu erhöhen. Wir haben am Morgen gehört, es gibt auch technische Ansätze, sei das im Bereich einer Modularisierung über API-Schnittstellen, sei das im Bereich einer besseren Dokumentation. Das sind mögliche eben solche Puzzlesteine auf dem Weg, um die Wechselfähigkeit zu erhöhen. Da drin stecken eigentlich zwei Sachen. Eben, es steckt eine strategische Überlegung drin, dass wir nicht nur quasi auf eine Bedarfsanfrage eine Beschaffung durchführen, sondern dass wir aktiv werden, auch seitens Beschaffungsstellen und aktiv schauen, wo es zu Problemen kommen kann und wie wir mit diesen Problemen umgehen wollen. Und es steckt auch etwas Zweites dann drin. Das BBL kann das nicht alleine, also die Beschaffungsstelle kann das nicht alleine. Wir sind angewiesen auf die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, sei das ein Steuerungsorgan, das ISB, oder sei das die Ämter oder die Leistungserbringer. Denn nur in so einem crossfunktionalen Team kann man solche Themen dann auch tatsächlich angehen. Ich habe hier, und das ist wirklich sehr exemplarisch, das sieht dann bei uns etwas komplizierter aus, zwei Beispiele aufgeschrieben, wie eine solche Marktanalyse aussehen könnte. Die starten immer mit den Lizenzkosten Schweizer Franken 0. Das ist so die einfache Geschichte. Und dann geht es eben weiter und wir sagen, im Rahmen des POC investieren wir einen gewissen Betrag, um gewisse Funktionalitäten zu ermöglichen. Und das ist unter dem Schwellenwert von 50.000 Franken. Und dann schauen wir die jeweiligen Märkte an, beispielsweise Support und Schulung. Gibt es das nun tatsächlich für GIMP? Wissen wir heute nicht. Integration und Betrieb, da kommt ein bisschen Sourcing-Strategie, machen wir in-house. Und dann kommt beispielsweise Weiterentwicklung, Customizing über den gesamten Lifecycle. Wenn wir ein GIMP 10 Jahre betreiben wollen, dann werden wir über diesen 50.000 Franken sein. Und ich habe jetzt ganz optimistisch Drittmarkt Ja angeschrieben. Das ist die Annahme vor Abschluss des Proof of Concepts. Und ich gehe hier davon aus, dass nicht nur eine Firma GIMP für mich weiterentwickeln kann, sondern eine Vielzahl von Firmen das tatsächlich tun können. Dadurch hätte ich einen Drittmarkt für die Wartung und Support und Weiterentwicklung und es wäre keine Abhängigkeit von diesem Softwareprodukt, von diesem Open-Source-Produkt ersichtlich. Ich habe natürlich ein zweites Beispiel, das nicht ganz so rosig aussieht und das dann eben unten rot ist. Aufbauplattform, Drittmarkt ja, Integration, Betrieb in-house, Drittmarkt ja und dann Wartung und Lifecycle. Drittmarkt nein. Also wenn nur ein Anbieter für ein bestimmtes Open-Source-Produkt
dann tatsächlich die Wartung anbietet und das Lifecycle-Kosten von über 230.000 Franken generiert, dann kann ich ein solches Open-Source-Produkt nicht einfach freihändig einführen, weil dann muss ich eine ordentliche Beschaffung über den gesamten Lifecycle machen. Das ist exemplarisch und das soll einfach aufzeigen, dass ich eine Marktabklärung brauche und antizipieren muss, was bei der Einführung eines bestimmten Open-Source-Produktes für Folgekosten entstehen können. Und das war auch der Grund, und ich gehe jetzt zurück, wieso wir uns entschieden haben, im Falle von GIMP das zu starten. Und es lassen sich auch die Fragen daraus ableiten, die wir natürlich durch einen solchen Proof of Concept im Bereich GIMP jetzt beantworten wollen. Konklusion: Ja, durch Open-Source-Produkte lassen sich sicher gewisse Abhängigkeiten reduzieren. Wir müssen aber genau eben schauen, dass wir nicht von einem Produkt-Lock-in dann in einen Dienstleister-Lock-in kommen. Und eine solche Marktabklärung mit einem Proof of Concept kann eben genau diese Fragen beantworten. Und aus diesem Grund haben wir mit der Universität Bern einen solchen Proof of Concept gestartet. Und wie gesagt, das können wir nicht alleine. Unsere wichtigste Aufgabe war in einem ersten Schritt, die Stakeholder ins Boot zu holen. Das ist bei uns eben das Steuerungsorgan, das ISB. Das war aber auch ein Amt, das heute Photoshop im Einsatz hat und wo das bereit war, Leute abzustellen, die mit einem solchen GIMP dann tatsächlich versuchen, ihre tägliche Arbeit zu machen. Also es braucht für so einen Proof of Concept dann eben auch einen Kunden, der da mitmacht und das Ganze hilft, auszuprobieren. Und das alles haben wir gefunden. Die Antworten, die wir uns jetzt in diesem Sinne von Adriana erhoffen im Rahmen dieses Proof of Concepts, ist natürlich eine technische Machbarkeitsanalyse. Dann in einem zweiten Schritt natürlich auch ein Test der Akzeptanz beim Kunden. Und in einem weiteren Schritt, und das hat mich persönlich auch interessiert, eine Übersicht über den Markt. Und da werden wir einiges Spannendes hören mit Herren in schwarzen Böckschen und was auch immer. Also diese ganze Open-Source-Programmierer-Community, das ist da wirklich auch eine ganz spannende Sache. Und von Matthias Stürmer, neben den aktuellen Freihänder-Statistiken, freue ich mich natürlich auch von ihm über Ansätze, wie man dann rausfindet, ob ein solches Open-Source-Produkt auch in eine Abhängigkeit führt oder eben nicht. Also Werkzeuge, die wir auch in der Bewertung anwenden können, um rauszufinden, ob eine aktive Community dahinter steckt oder ob das nur so ein Pseudo-Open-Source-Produkt ist, das einer einfach unter dem Namen Open-Source ein bisschen besser zu verkaufen versucht. Und das ist für die Beschaffungsstelle besonders wichtig, um eben Lock-ins, also für mich sind das immer In-App-Käufe, oder ich bekomme die Software gratis und dann zahle ich dann jahrelang hinterher, das Ganze rauszufinden. Und damit bin ich am Ende der Einleitung und übergebe Adriana das Wort für die spannenden Ergebnisse. Ich denke, wir machen die Fragen am Schluss bei der Referate, und wenn du dich jetzt einrichten kannst und du mir helfen kannst mit den Slides. Also mein Name ist Adriana Mikulaschkova, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschungsstelle für digitale Nachhaltigkeit, und wie das bereits eingeführt wurde, möchte ich Ihnen dieses Projekt ganz konkret vorstellen. Es freut mich, dass ich das in diesem Rahmen tun darf, und ich glaube, es hat einige interessante Aspekte dabei. Gerne möchte ich Ihnen den Ausgangspunkt unseres Projektes und die Überlegungen, die zur Wahl von Open-Source-Software, jetzt ganz im konkreten Fall der digitalen Bildbearbeitung, geführt haben, und danach vor allem auch auf unsere Ergebnisse eingehen. Unsere Annahme war, dass man das bestehende Programm zur digitalen Bildbearbeitung Photoshop der Firma Adobe durch ein Open-Source-Programm ersetzen kann.
Weshalb Open Source Software? Also wir haben nicht einfach nach irgendwelchen Alternativen gesucht, sondern wir haben von Anfang an uns in diesem Feld bewegt. Obwohl die fehlenden Lizenzkosten häufig der Ausgangspunkt für diese Überlegungen sind, sehen wir die größten Vorteile eigentlich in anderen Bereichen. Die freie Verfügbarkeit, es ist nicht nur die freie Verfügbarkeit des Programms, sondern auch des Programmiercodes. Und das dürfte einige Institutionen dem Ziel, die Abhängigkeiten zu reduzieren, näher bringen. Unter anderem ergeben sich aus dem Einsatz von Open-Source-Software auch Vorteile im Bereich der Kompatibilität, der Sicherheit, aber auch bei den Synergien, was das Know-how der Mitarbeitenden betrifft. Unser Anwendungsbereich war eingegrenzt, und zwar auf die digitale Bildbearbeitung, das heißt die Arbeit mit Pixelgrafiken, mit Bitmaps, also kein Layout, keine Vektorgrafiken. Und für diesen Bereich gibt es einige Open-Source-Programme. Wir haben drei davon evaluiert, nämlich GIMP, Krita und Pinta. Wie Sie aus dieser Tabelle wahrscheinlich sehen, auch wenn Sie nicht die einzelnen Punkte genau lesen können, GIMP und Krita haben sehr ähnlich abgeschnitten. Wir haben uns dann aber relativ bald für das größere Projekt GIMP entschieden, weil das ein älteres Projekt ist, weil es weiter verbreitet ist, was unter anderem dazu führt, dass die Lernmaterialien, auch die deutschsprachigen Lernmaterialien, vorhanden sind und wir uns davon versprochen haben, dass auch mehr Dienstleister verfügbar wären. Und natürlich auch die Ausrichtung von GIMP. Krita kann zwar vieles relativ ähnlich machen, aber richtet sich eher an Illustratoren, während GIMP das Bearbeiten und Zusammenstellen von Fotografien ins Zentrum stellt. Der Aufbau von GIMP, also GIMP ist sehr ähnlich wie Photoshop der Firma Adobe. Sie sehen hier in beiden Fällen GIMP. GIMP kann sogar auch bezüglich der äußeren Erscheinung sehr an Photoshop angeglichen werden. Allerdings haben wir festgestellt, dass dies für die Teilnehmenden unseres Projektes gar nicht so wichtig war. Also erfreulicherweise haben sich die Teilnehmenden sehr an den Funktionen orientiert und es war für sie nicht wichtig, dass das Programm jetzt gleich wie Photoshop aussieht, was es aber könnte. Aber die groben Bedienkonzepte sind wirklich sehr ähnlich. Man arbeitet mit Ebenen, Werkzeugen und Menüs. Es gibt allerdings einige spezielle Features. Ich möchte gerne einfach eines exemplarisch rausnehmen, für den Fall, dass Sie selber auf die Idee kommen, GIMP herunterzuladen und zu installieren. Da findet man sich am Anfang vor einer Vielzahl von Fenstern und hat das Gefühl, das ist kompliziert und umständlich. Das ist allerdings ein Feature, das sehr hilfreich ist, wenn man mit mehreren Bildschirmen arbeitet. Für den Anfänger empfiehlt sich allerdings ein Klick ins Menüfenster und dort kann man in den Einzelfenstermodus umsteigen. Und schon ist man wie zu Hause, wenn man von Photoshop herkommt. Bezüglich der Funktionalität, da möchte ich nicht auf Details eingehen, aber das Fazit ist, GIMP erfüllt die Anforderungen weitgehend. Wenn ich jetzt sage weitgehend, ist natürlich die nächste Frage, wo gibt es offene Wünsche, wo gibt es Dinge, die man genauer anschauen muss. Wir haben da vor allem die Kompatibilität mit den UM-Systemen angeschaut. Das ist überhaupt kein Problem, was das Betriebssystem anbelangt. Da ist GIMP weit kompatibler als Photoshop mit allen möglichen Systemen, insbesondere auch mit älteren Systemen. Es ist vollständig offline-fähig, also man braucht da nicht zu fürchten, dass man die Arbeit über eine Cloud machen muss. GIMP kann sehr viele Dateiformate öffnen und in sehr viele Dateiformate öffnen. Hier gibt es allerdings einen kleinen Punkt, zum Beispiel das Photoshop-Format kann GIMP zwar öffnen, aber nicht Dateien, die im ZMIC-Modus sind, für diejenigen, die das kennen. Das ist allerdings ein Feature, wo wir Offerten eingeholt haben, dass man für ca. 6.000 Euro bestellen und entwickeln könnte. Für die GIMP-Community steht das nicht im Zentrum, aber sie wären bereit, das zu beschleunigen, die Entwicklung. Dann das Thema Templates. Viele arbeiten in ihrer alltäglichen Arbeit mit Vorlagen, so auch das Bundesamt, die Teilnehmenden von dem Bundesamt, in dem wir unser Projekt durchgeführt haben.
diese Templates, die dort Verwendung finden, sind sehr Photoshop-spezifisch. Das heißt, sie können nicht eins zu eins verwendet werden. Auch hier könnte man eine Erweiterung programmieren. Es stellt sich allerdings die Frage, ob man nicht von den externen Grafikern, die diese Templates liefern, von Anfang an ein kompatibles Template bestellt für die Zukunft. Wir haben auch nach ganz allgemeinen Wünschen gefragt. Da sind einige gekommen, Verbesserungsmöglichkeiten oder Tools, die man aus Photoshop schätzt, die einem sehr praktisch erscheinen. Und hier hat sich folgende Vorgehensweise als hilfreich erwiesen. Viele der offenen Punkte konnten wir mit Hilfe der Voreinstellungen bereits lösen. GIMP lässt sich sehr stark konfigurieren, sehr stark den individuellen Bedürfnissen anpassen. Außerdem ist GIMP modular aufgebaut. Vieles beruht auf einem Plugin-System. Man findet auch sehr viele Erweiterungen, Open-Source-Erweiterungen im Netz, die man herunterladen kann. Da haben wir auch einige installiert. Die Plugins können aber durch erfahrene Entwickler auch selber programmiert werden. Also die Vorgehensweise ist sehr gut dokumentiert und es dürfte mit etwas Einarbeitungszeit laut Aussagen von angefragten Entwicklern kein Problem sein, sich da in nützlicher Frist einzuarbeiten. Was allerdings sehr großen Sinn macht, ist die Kontaktaufnahme mit den GIMP-Entwicklern, so wie wir das vorher auch beim QGIS gehört haben. Das hat den Vorteil, wenn solche Erweiterungen oder Anpassungswünsche vom GIMP-Team entwickelt werden, gehen die natürlich auch in den Kern von GIMP mit ein und werden weiterhin von der GIMP-Community gepflegt und gewartet. Viele Features findet man übrigens auch auf der Roadmap, die ist öffentlich. Man sieht dort schön, was geplant ist, was schon in Arbeit ist und wo noch gar niemand angefangen hat damit. Da sind die Prioritäten nicht immer die gleichen wie diejenigen des Bundesamtes, aber auch hier könnte man die Entwicklung allenfalls beschleunigen. Einen zentralen Stellenwert nahm die Schulung der Teilnehmenden ein in unserem Projekt. Wir haben da sehr wertvolle Erkenntnisse daraus gewonnen, was das Programm anbelangt, was da wünschenswert wäre. Wir haben uns in diesem Zusammenhang auch mit der Verfügbarkeit des Lernmaterials beschäftigt. Natürlich haben wir zum Workshop auch eigene Unterlagen erstellt, die eng an den Workshop angelehnt sind, die aber allgemeine Grundlagen enthalten. Das können Sie auf der FDN-Website mit der Zeit auch mal herunterladen. Das ist öffentlich. Dann gibt es vom GIMP-Projekt selber ein sehr umfassendes Handbuch oder eine Online-Referenz in vielen verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch. Da sind alle Funktionen sehr detailliert erklärt. Also für ein bisschen fortgeschrittene Nutzer ist das die beste Anlaufstelle. Und erfreulicherweise gibt es von den großen Verlagen auch Handbücher, also die sehr gut strukturiert und sorgfältig ausgearbeitet sind. Die sind für die aktuelle Version verfügbar. Mit Schulungen haben wir uns auch bei dem letzten Thema, das ich Ihnen vorstellen möchte, beschäftigt. Wie steht es mit der Verfügbarkeit von Anbietern, wenn man nach Schulungs-Workshop-Leitenden sucht, nach Leuten, die die Mitarbeiter in GIMP einführen könnten, weil die freie Verfügbarkeit, wie das schon gesagt wurde, von Daniel Wild, die nützt nichts, wenn man keine Dienstleister findet, die einem im Betrieb einer solchen Software unterstützen. Das GIMP-Projekt selber, die GIMP-Community ist über die ganze Welt verteilt. In der Schweiz sind die Adobe-Produkte marktbeherrschend, quasi hat Adobe die Monopolstellung für die ganze bildnerische Produktion. In anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus, insbesondere in Belgien, Deutschland, Frankreich gibt es Grafikbüros, die professionelle Produkte, Bücher, Broschüren, Infomaterial nur mit Open-Source-Produkten herstellen. Es gibt allerdings auch in der Schweiz, auch von den großen Schulungsanbietern, zum Beispiel von der Migros-Club-Schule, gibt es GIMP-Kurse auf Anfrage und wir sind auch in weiteren Bereichen fündig geworden.
Übrigens ist auch die European Computer Driving License, die Sie vielleicht für die Office-Anwendungen kennen, den Bereich für digitale Bildbearbeitung kann man auch mit GIMP ablegen. Dann ein wichtiger Bereich, die Dienstleister oder Leute, die den technischen Support machen könnten oder eben auch Weiterentwicklungen. Das war für uns eine offene Frage. Wie ich erwähnt habe, kann natürlich sich dadurch, dass der Quellcode offen liegt, die Dokumentation sehr gut ist, kann sich ein erfahrener Entwickler da auch einarbeiten. Aber wir wollten auch testen, wie steht es denn darum, wie steht es denn um die Möglichkeit, wirklich einen Entwickler anzufragen aus der GIMP-Community, jemanden, der sich sehr gut auskennt, der auch die Pläne von der GIMP-Weiterentwicklung kennt. Und wir haben da das exemplarisch versucht. Das heißt jetzt nicht, dass der Jean Pages, der uns da sehr geholfen hat, der Einzige ist. Er konnte uns eine ganze Liste von Leuten, die interessiert wären, da mitzuarbeiten, ihr Wissen auch weiterzugeben, vermitteln. Wir sind da überrascht worden über das professionelle Auftreten auch. Zum Beispiel hat uns Jean Pages auf unsere Anfragen zu den offenen Features oder zu den Wünschen der Mitarbeitenden hat er uns ein 10-seitiges Dokument erstellt, wo er sehr, sehr kompetent und detailliert uns aufzeigen konnte, wie da so eine Entwicklung ablaufen könnte. Also das war eine erfreuliche Überraschung. Das Fazit aus unserer Sicht ist, GIMP wäre eine sehr gute Alternative, die viele Vorteile bietet. Die Software ist zugänglich, frei verfügbar. Es gibt Entwickler, die bereit sind, im Auftragsverhältnis bei Wartung, Support, Weiterentwicklung mitzuhelfen. Die Bedienung von GIMP ist für die Anwender mit einer sorgfältigen Einführung gut verständlich. Also die Leute sind relativ schnell klargekommen mit der Software. Sie haben dann auch selber geschätzt, so nach ungefähr maximal zwei Monaten wurde gesagt, hätten sie das normale Arbeitstempo erlangt. Also die Schätzungen gingen von 2 Tagen bis 2 Monate, aber über 2 Monate hat niemand gedacht, dass man da brauchen würde, weil es wirklich sehr ähnlich ist. Es ist natürlich für sehr routinierte User, ist die Routine nicht gegeben am Anfang, aber das, da kann man insofern nicht direkt vergleichen. Die Akzeptanz war hoch insofern, also insbesondere auch das Verständnis für eine solche Umstellung und auch die Neugier, mit dem Programm zu arbeiten. Die Motivation war auch dadurch hoch, weil sich die Mitarbeitenden darüber gefreut haben, dass sie jetzt ein Werkzeug haben, das sie legal auch zu Hause nutzen können. Die meisten Leute, die bildnerisch arbeiten, machen das auch gern in der Freizeit oder im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Also da gibt es auch Synergien, die durchaus, wo die Mitarbeitenden etwas gewinnen und nicht einfach Photoshop verlieren. Ja. Das wäre von meiner Seite die Schlussfolgerung. Gut, herzlichen Dank. Für mich wirklich auch spannend, eben diese Sachen zu sehen und diesen Jehan überhaupt mal zu sehen, wer da in dieser Community mitarbeitet und dann zu überlegen, wie wir an diese Leute eben herankommen. Was wären jetzt deine Empfehlungen? Wie wir weiterfahren. Jetzt haben wir ein Proof of Concept, der zeigt Akzeptanz grundsätzlich gegeben, Funktionalität grundsätzlich da. Was wären jetzt die Empfehlungen für die nächsten Schritte? Also es gibt verschiedene Empfehlungen. So die ganz konkreten richten sich vielleicht an diejenigen unter Ihnen, die einen solchen Umstieg planen. Das ist sicher die Empfehlung, ihren Mitarbeitenden die Vorteile aufzuzeigen und nicht die eingesparten Lizenzkosten in den Vordergrund zu rücken. Das ist nämlich das Kleinste. Dann die gewöhnungsbedürftigen Features. Wir haben in unserem Bericht haben wir da einige aufgelistet, vorwegzunehmen. Ich glaube, man kann den Leuten die Lust nehmen, wenn man sie überfordert mit zu viel Unbekannten. Und es sind wirklich eigentlich Details, wenn man sie kennt, die man vorwegnehmen kann. Dann, darüber haben wir auch oft gesprochen, genügend Zeit für die Umstellung. Es wird schneller gehen, wenn Sie nicht drängen. Die Leute
brauchen nicht allzu viel für die Umgewöhnung, aber sie brauchen einen Zeitraum, wo sie in Ruhe die Aufgaben, ihre gewohnten Aufgaben mit GIMP oder einer Software der Wahl durchführen könnten. Dann hatten wir darüber gesprochen, das war in unserem Projekt etwas ungünstig, da die Teilnehmenden immer auf ein anderes Laptop wechseln mussten, wenn sie mit GIMP arbeiten wollten. Da würde ich allen empfehlen, nehmen Sie GIMP ins Grundsortiment auf, dann ist es zugänglich und auch neugierige Nicht-Gestalter können das Programm nutzen. Weil ich glaube, digitale Bildbearbeitung gehört eigentlich zu den Grundkenntnissen. Und ganz allgemeine Empfehlungen, vielleicht nach der Einführung, man kann von externen Grafikbüros auch GIMP-taugliche Templates verlangen. Ich glaube, wenn die Nachfrage da ist, sind sehr viele bereit, da auch entsprechend sich anzupassen. Dann wären zum Beispiel auch Zusammenarbeiten mit Bildungsinstitutionen denkbar. Photoshop ist auch in Fachhochschulen, gestalterischen, pädagogischen sehr weit verbreitet. Ich glaube, da könnte man auch das eine oder andere Projekt starten, das auch für die Studenten, für die Fachhochschulen interessant wäre und das Know-how könnte so vergrößert werden. Ja, das wär's. Tipptopp. Und im Gegensatz zu den Strategien aus 2005 war jetzt das wirklich höchst aktuell. Wir hatten die Schlussbesprechung noch gestern Abend von den Ergebnissen des Proof of Concepts und warten noch auf den finalen Bericht. Dann übergeben wir. Vielleicht, bevor Sie mir wegrennen, die erste Frage. Wir haben jetzt gehört, dass das ein Proof of Concept ist gelungen, Schlusssitzung abgehalten. Wie geht es jetzt weiter? Was ist das der Proof of Concept oder was macht jetzt das BBL, was macht die Verwaltung damit? Wie geht es jetzt? Wohin geht's? Weil es scheinbar ist eine Success Story. Genau, jetzt warten wir als erstes auf den wirklich definitiven Bericht aus dem Proof of Concept und dann werden wir bundesintern die weiteren Schritte prüfen. Für mich wäre eben die Aufnahme in ein solches Standardprodukt wirklich der wichtigste erste Schritt, den wir jetzt tun müssen, dass GIMP quasi als mögliches Alternativprodukt zu Photoshop zur Verfügung steht. Ich selber bin nicht ein Fan von so Big Bang-Ablösungen, weil eben das die Akzeptanz nicht fördert und auch wirklich teilweise Widerstände produziert. Wenn aber GIMP quasi als Alternativprodukt zur Verfügung steht und die Leute dort drauf können und auch Leute, die sonst eigentlich keinen Zugriff auf einen Photoshop hätten, das auch nutzen können, dann kann das wirklich zu einer Success-Story werden und dann kann man die Abhängigkeit sicher längerfristig so reduzieren. Es gibt aber weitere Überlegungen, daher habe ich gesagt, es ist ein strategisches Thema. Es gibt auch Themen zu doppelten Betriebskosten, doppelten Paketierungskosten. Und da muss man sich schon überlegen, was sind dann die Vor- und Nachteile. Man kann das nicht für alles machen und man muss eben diese doppelten Betriebskosten dann zumindest für einen gewissen Zeitraum auch kalkulieren. Und das ist dann schlussendlich ein strategischer Entscheid, der bundesintern gefällt werden muss. Und den kann ich jetzt nicht vorwegnehmen. Bestens. Hat es noch Fragen aus dem Publikum? Wir hätten etwas Zeit. Tim. Ja, eine Frage vielleicht. Es sind ja zwei Aspekte drin. Das eine ist Open Source Software und das andere ist Alternativen schaffen. Also den Alternativen schaffen Teil finde ich sehr nachvollziehbar und sinnvoll. Wäre das grundsätzlich auch denkbar mit kommerzieller Software? Also dass man sagt, man hat praktisch zwei kommerzielle Softwarepakete und damit eine Alternative in der kommerziellen Welt oder zwei Open Source zum Alternativen in der Open Source Welt? Also wir haben von Anfang an vor allem Open Source Produkte geprüft. Also das war jetzt bei diesem Projekt, ging es von Anfang an um Open Source, weil da das Thema Abhängigkeit ganz anders auch aufgerollt werden kann. Aber ich glaube, da würde ich dir übergeben. Es ist ein bisschen das Anfangsthema, das mit diesen Beschaffungen. Ja, eine Sourcing-Strategie kann dahin gehen, dass wir sagen, zwei kommerzielle Produkte, die reduzieren die Abhängigkeit und erhöhen aber auch zu einem gewissen Grad die Kosten. Nun ist die Beschaffung eines kommerziellen Produktes, das beispielsweise schon beim Start
den Schwellenwert überschreitet. Das muss ich bereits ausschreiben. Und daher ist Open Source für mich, wenn wir in einem unterschwelligen Bereich bleiben können, aber tatsächlich hinten dran einen Sekundärmarkt haben, der dann auch wirklich spielt. Und daher habe ich gesagt, nicht von einer in die nächste Abhängigkeit kommen. Das ist natürlich eine elegante Variante, wie wir eine Abhängigkeit reduzieren können. So, hinzu kommt, dass ein kommerzielles Programm, es gibt eine Alternative, die eben aufkommen ist, das Affinity, das Programm, aber das bietet nicht einen so riesigen Funktionsumfang wie Photoshop. Hingegen GIMP kann wirklich sehr viel oder ist weiter in Entwicklung. Das heißt, deshalb hat sich die Frage nicht in dieser Art gestellt. Mich interessiert, wie viel Zeit und Personen Sie investiert haben in diesen POC. Also vom BBL war Marco Visini dabei, Matthias Stürmer und ich. Und in dem Bundesamt, in dem wir das durchgeführt haben, war die Leiterin der Informatik und 4 Teilnehmende. Im Zeitraum von 2 Monaten waren wir wirklich bei dem Bundesamt und die Vor- und Nachbereitung und diese Recherchen nahmen vielleicht auch nochmals 2 Monate in Anspruch. Ja. Aber da haben nicht immer alle 3 oder 4, es gab noch jemanden, der sich um die technischen Belange gekümmert hat, haben nicht immer alle voll gearbeitet, sondern zum Teil. Okay, ich habe noch eine Frage. In der Bundesverwaltung gibt es ziemlich viele Fachanwendungen. Die können nicht einfach mit Open Source abgelöst werden. Sehen Sie Alternativstrategien, um die Wechselfähigkeit trotzdem aufrechtzuerhalten? Und welche? Für mich ist eben schon dieser modulare Aufbau, der ist sicher ein wichtiger Schritt, um die Wechselfähigkeit zu erhöhen. Mehr mit Schnittstellen arbeiten und weniger fix dann eben in Fachapplikationen verbauen. Und wenn wir dort Module haben und das Ganze dann auch über den Lifecycle ausschreiben, über diese Module, dann denke ich, könnte man die Abhängigkeit auch bis zu einem gewissen Grad reduzieren. Aber der Anwendungsfall hier, der ist ein bisschen prädestiniert und darum haben wir ihn auch entsprechend so durchgeführt. Das ist kein aller Heilmittel eben für eine 10-jährige Fachapplikation dann aus der Abhängigkeit zu befreien. Gut, gibt es noch eine weitere Frage? Da ist noch eine letzte. Was hätten Sie getan, wenn die Uni Bern diesen Proof of nicht gemacht hätte, sondern wenn Sie jemand anders hätten suchen müssen? War das schön und glücklich, die Uni Bern dafür zu haben? Ja, wir haben da Verfechter von Open Source und das ist dann auch gut so und auch einfach. Nein, ich denke, das Ganze ist auch möglich, mit einer Firma kommerziell durchzuführen im Rahmen eines Einladungsverfahrens. Man muss dann aber auch einfach die rechtlichen Folgen, zum Beispiel Vorbefassung etc. prüfen, damit eine solche Firma dann nicht ausgeschlossen wird von einem zukünftigen Verfahren. Aber es ist durchaus möglich, rein aufgrund der Größenordnung das so zu machen. Gut, herzlichen Dank. Dann noch einmal Applaus für dieses ausführliche Referat. Herzlichen Dank. Applaus